Die Mission in IL-2, ja, in der Kampagne. Das sind dynamische Missionen, die schalten sich frei, je nachdem, wie weit ich gekommen bin, welche Mission ich erfüllt habe. Ich kann das anwählen, dann wähle ich jetzt hier einen Flughafen an und auch das Flugzeug, was ich fliegen will. Jetzt hier in dem Fall die NC-202. Das ist jetzt eine Short-Version, also eine Kurzversion des Einsatzes. Ich kann jetzt hier verschiedene Einstellungen vornehmen, also wie viel Sprit nehme ich mit und was nehme ich an Rüstsätzen auch mit. Farbschema kann ich auch wählen. Dann einfach auf Akzeptieren klicken und Start. Dann startet die Mission, beziehungsweise erstmal das Briefing hier. Das kann ich dann einsehen, hier 5000 Meter. Ich muss da Bomber abfangen. Die Missionsziele sind relativ einfach. Ich beschädige zwei Flugzeuge oder ich schieße eins ab und dann ist die Mission auch erfüllt. Das Ganze funktioniert auf der Basis von Waypoints. Also ich habe einen Einstiegspunkt. Da komme ich an. Dann fliege ich erstmal zu einem anderen Punkt, also da, wo sich das Geschehen abspielen wird. Der ist dann auch irgendwann erreicht. Sieht man dann halt auch so eine Meldung so, Waypoint is reached. Und dann erscheinen irgendwann meine Gegner. Das sieht man auf der Karte, wenn man die aufhat, sieht man dann da auf einmal in Rot zeigen sie sich. Da gibt's das Ganze läuft nicht unbedingt immer hundertprozentig bugfrei. Also wenn zum Beispiel es heißt, ich bin in einer 5000 Meter Mission und unten in 1500 Meter spawnen halt IL-2s, dann braucht man die auch gar nicht mehr anzugreifen, dann ist das verbuggt und dann kann man die Mission auch nicht beenden. Also dieses Diven nach denen könnt ihr euch schenken. So, hier in dem Fall sind es halt Peshkas. So, die erste angeschossen. Wechsel auf die zweite. Die werde ich jetzt gleich auch anschießen. So, Task complete, sieht man noch oben und auf der Karte erscheint sofort ein grüner Bubble. Das ist mein Exit Point. Da wird jetzt von mir verlangt, dass ich zu diesem Exit Point zurückfliege. Und dann kann ich an dem Exit Point die Mission auch beenden. Und aus dem Spiel dann aussteigen. Ich habe das hier in dem Video auch ein bisschen gecuttet so, weil man fliegt halt dahin, das sind halt schon jeweils immer auch so 10 Kilometer, die man dann halt überbrücken muss. Das habe ich halt ein bisschen gecuttet. So, jetzt sind wir hier am Exit Point. Da, ja, you arrived. Exit Point, Escape drücken, raus aus der Mission, Finish Mission, Punkte abräumen. Man kann auch noch versuchen, Punkte mitzunehmen, indem man halt zum Flughafen fliegt. Ich hatte auch eben versucht, das zu recorden, halt, was dann passiert, wenn man das halt auch nicht vernünftig abschließt. Man kriegt also sofort so ein Penalty von 50%, egal was passiert, auch wenn man nur ein bisschen halt auf der Landebahn schlittert oder so. Das Verfahren ist nicht besonders glücklich gewählt in meinen Augen. Aber gut, sie haben es so gemacht. Dann gibt es die zweite Variante, das sind diese, also Full spiele ich dann. Selbes eigentlich von den Settings her ist es das gleiche. Ne? Ich nehme mit, was ich meine, was gut ist. Zum Beispiel, um jetzt hier Bomber zu bekämpfen, die 20mm Pots auch wieder bei der MC202 eingeloggt und dann halt mitgenommen. Nur bei den Full Missions, da ist es dann doch noch ein bisschen anders, weil ich habe dann eben keine HUD mehr und ich fliege nach Bordinstrumenten, ich fliege nach Kompass. Ich habe hier quasi eine Übersicht auf der Karte, wo ich hin muss. Und halt auch Mission Briefing, was wir jetzt hier gerade sehen, was ich da aufgerufen habe, das ist auch alles wunderbar. Und dann gehe ich rein in die Mission und dann zeigt sich jetzt ganz schnell so, ich habe da auch nichts mehr. Das heißt, ich fliege jetzt hier wirklich nach Bordinstrumenten, habe da keine HUD mehr, wo ich mich dran langhangeln kann. Und ja, so ist das dann halt. Zu den ganzen, in der Kampagne, zu den Missionen muss ich sagen, so, sie wiederholen sich sehr oft. Oft ist es wirklich gleich, was ich da machen muss. Auf die Dauer hat mich das nicht wirklich gekickt. Man muss sie leider machen, weil man nur in den Singleplayer-Missionen halt Farbschemen und Rüstsätze freispielen kann. Das kann dann teilweise auch wirklich so ein bisschen langweilig und langatmig werden, um dann halt neue Tarnungen oder neue Anstriche für die Maschinen freizuspielen. Und ja, es gibt ein paar Missionen, die richtig toll sind, so Nachtmissionen oder sowas, aber über kurz oder lang wiederholt es sich doch sehr und
Aber ich hätte mir gewünscht, man hätte so ein bisschen mehr gemacht und vielleicht einen schönen Karrieremodus noch reingebracht. Der soll jetzt nachgeliefert werden, was ich auch finde eigentlich, was Sinn macht oder gerechtfertigt ist, weil die Spiele kosten ja nun auch ein bisschen Geld, ne? Und man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dafür dann teilweise eine recht lieblos gestaltete Oberfläche und eben auch das Missionsdesign, was sich oftmals wiederholt. Da könnte schon noch ein bisschen mehr passieren bei IL-2 und da sehe ich auch noch so einen Handlungsbedarf, wenn ich mir da im Gegenzug halt Rise of Flight die Kampagne angucke, wie liebevoll die gemacht ist und wie geil ich da die Karriere von den Piloten in den Missionen verfolgen kann, dann ist es doch wirklich eine andere Liga und da finde ich, da sollte man hier bei IL-2 auch mal so ein bisschen in die Puschen kommen und mal was nachliefern, was das auch so ein bisschen schön einbettet, das Ganze, um da richtig Spaß bei zu haben. Ja, das waren die Missionen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Teil.